Ja, was ist zum Spiel? Ja, ich wusste oder wir wussten, das wird ein richtig schwieriges Spiel. Schon darum, dass wir haben bis jetzt noch, keine Ahnung, 2 Monate lang kein Punktspiel gemacht und Badenstedt war schon oder ist in Spielbetrieb. Ne? Und die sind einfach gut, schnell. Und ich wusste, das wird das Spiel um 60 Minuten gehen. Das heißt, Badenstedt, ich habe nicht geglaubt, dass die Spiel 2 schlechte Spiele hintereinander. Hat letzte Woche Klatsche bekommen zu Hause. Darum, wir haben gut vorbereitet gewesen. Gehen 3-2-1 Abwehr. Wir haben echt gut gespielt, auseinandergespielt. Darum, erste Halbzeit war sehr gut. Und dann Badenstedt zieht Abwehr von 3-2-1 auf 6-0. Dann für mich ganz komisch, uns Probleme vorbereitet. Warum, weiß ich es noch nicht. Ich muss beim Training mit Mädels nochmal sprechen. Darum für mich auch große Rätsel. Wenn wir nach Pause gehen, mal raus, führen wir mit 2 und kriegen wir in 3 Minuten, ich glaube, 4 Tore. Das ist für mich echt. Aber von anderer Seite, ich bin richtig stolz auf Mädels, dass wenn ich sehe, wir liegen mal fast die ganze zweite Halbzeit hinten. Und wenn ich als Trainer nehme ich immer auch 2 Minuten vor Schluss und gebe ich Aufgabe für Mädels und wird umgesetzt. Das ist für mich, dass die Mannschaft ist fit, denkt mit. Ist selten gibt es bei Mannschaften, wo, sagen wir so, letzte Minute bei hektischem Spiel wird so umgesetzt, Spielzüge wie Trainer möchte. Und heute war der Fall gewesen und das ist echt war geil. Einfach geil, dass Mädels echt das machen, was Trainer sagt. Genau, wir führen mal mit 4, ich glaube, letzte Minute vor Schluss. Wir sind im Ballbesitz und wollte der Mädels Demo gegen Stoße laufen. Und dann habe ich gesagt, stopp, wir müssen langsam aufbauen. Und das ist für mich echt wieder ein großer Rätsel. Wir gehen mal nach vorne und mit einem Pass verlieren wir Ball. Der Gegner läuft Demo gegen Stoße, gehen wir wieder nach vorne und wieder einen Pass, verlieren wir Ball. Das für mich ist, sagen wir mal, keine Ahnung, ob die Mädels schon in der Kabine gewesen oder nicht. Habe ich gedacht, das kann nicht sein. Und dann nach der Pause, wieder springt man alles ab. Wir wussten, dass der Gegner deckt weiter 6-0. Was heißt wusste? Wusste nicht, aber haben wir gedacht. Ja. Und dann trotzdem kriegen wir, ich glaube, 4 Tore hintereinander oder 3. Und das ist ein großes Rätsel. Ne? Habe ich gedacht, okay, vielleicht wir sind kaputt oder wir sind vielleicht nicht beim Spiel. Aber dann zeigt uns, dass wir echt, wie gesagt, bis Ende an Sieg geglaubt, mit starker Abwehr, mit Geduld vorne, mit Kopf. Wir haben das Spiel nur mit Kopf gewonnen und mit Kampf. Wenn Achter bleibt, dann ich bin richtig froh. Das reicht. Siebter Platz Mädels darf nicht erreichen, aber sage ich nicht warum. Aber 8. 9. das ist für mich gut. Nein, Spaß beiseite. Klar, 8. ist immer gut. Wir wissen, dass unsere Liga ist ausgeglichen. Vielleicht 1-2 oben. Ich weiß nicht, wie stark ist alte Zelle, aber von Ergebnis kann man schon sehen, die sind stark. Aber sagen wir so, wenn 1-2 3 oben, sagen wir so, verteilt diese ersten 3 Plätze, aber sonst, ich sage, von 4. Platz bis zum letzten sind alle ausgeglichen und darum für uns ist jeder Punkt ist Gold wert. Puh, Chance rechnen für jedes Spiel, egal wie Gegner heißt. Wir haben mal bei ersten Punktspiel gegen Hildesheim auch Chance auch gerechnet, dass wollen wir gewinnen und dann mal Klatsche bekommen. Gut, wie gesagt, ich weiß es nicht, ich glaube, diese Wochenende Beine spielt nicht und schauen wir mal. Aber klar, wir wollen mal zu Hause gewinnen, ist logisch, aber Beine ist auch stark, gute Mannschaft mit guten Einzelspielen, mit mannschaftlicher Leistung kommt ganz gut durch, schnell spielt. Ne? Schauen wir mal, wie gesagt, jetzt momentan, ich denke an Beine nicht, aber klar, Beine will gewinnen wir ja auch.